Ich bin sehr froh, dass wir hier in Linz im Wohn- und Pflegeheim zwei große Kunstwerke von Josch Birkner haben. Wenn ich hereinkomme, gehe ich immer sehr gerne hin. Mir fällt auf, dass nicht ganz klar ist, was dargestellt wird. Und deswegen finde ich es so faszinierend, wenn man das Kunstwerk ein bisschen genauer anschaut. Wir sehen hier in der Mitte den Mose, die biblische Gestalt. Die große biblische Gestalt. Wir sehen jemanden, der ihm die Hände hebt. Wir sehen eine Frau, die die Augen zumacht und weint. Und vorne eine Szene, wo zwei Menschen kämpfen. Auch das Schild ist dabei. Was ist der Hintergrund? Das Volk des Mose muss durch die Wüste ziehen, von Ägypten auf den Weg ins gelobte Land. Und dort kommen sie in ein Tal, wo ein Volk wohnt, das Volk der Amalekiter. Amalek. Und das Mose möchte durchziehen und die Amalekiter sagen, nein, wir versperren euch den Weg, ihr dürft nicht durch. Und dann kommt es leider zum Kampf. Und es wird in der Bibel beschrieben im Buch des Mose, dass Mose auf den Berg hinaufgeht und betet, er hebt die Hände und die Menschen kämpfen. Und es wird beschrieben, solange Mose die Hände erhoben hat, gewinnt sein Volk und sie kommen weiter. Kaum wird er müde, die Hände fallen herunter, geht's wieder zurück. Was macht der Mose? Menschen helfen ihm, stützen ihn. Und solange sie ihn stützen, gewinnt sein Volk. Aber auch die werden schwach. Und schlussendlich greifen sie sogar zu der Maßnahme, dass sie dem Mose unter die Hände Steine legen, damit er die Hände droben hat. Und so gelingt es, dass sie durchziehen können und weiter auf dem Weg ins gelobte Land. Ich finde diese Botschaft so wunderbar, dass wir uns auch gegenseitig beim Beten helfen dürfen, die Hände zu Gott zu erheben. Und ich glaube, viele Leute, die hier sind, haben eine wichtige Aufgabe, und ich sage es auch manchmal zu ihnen, für andere zu beten, für die Welt, für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder. Und damals haben wir das gebaut, das war der Architekt Buchreiner, und der kam und hat gesagt, du, wir haben da ein Ding gebaut, die Kapelle für das Maltenheim, versuch die Künstler zu gestalten. Ja, natürlich. Und dann gibt es natürlich verschiedene Dinge, und vor allem geht es mir um inhaltlich für den alten Menschen was mitzugeben, eine Sprache zu sprechen, die er versteht. Ja. Und das sind eben diese zwei Teile, das ist eben das Gebet von Moses, weil die Leute haben noch eine Pflicht oder eine Aufgabe zu beten für uns, für die Nachwelt, das, und die Enkel und die, das Gebet, für sich selber. Und dann ist das Gegenstück drin, das ist dann der tröstende Gedanke zum Königsmahl. Dass hier, also ihnen hier nachmal, ist alles in Überfluss. Und da werden alle geladen, reich, arm, kranke, sind alle zum Königsmahl geladen. Das ist der tröstende Gedanke, eigentlich schön. Ich versuche immer noch mit meiner Arbeit, mit einer Erkenntlichkeit, einer Idee, das auszudrücken für den Menschen. Das ist ja wunderbar mit diesem Mal, aber das ist ja bei deinen Kunstwerken ganz oft diese Dynamik, ja, wenn ich jetzt an euer Grab denke. Eben wie du sagst, die Glaubenden, die Unglaubenden. Aber so auch, auch in die Figuren, in die Köpfe, schau wie ich hinausschaue. Das ist der Bezug, die Beziehung zu schon wie sie hinschaut, nach oben. Ja. Super. Ja. Und die Hand, und alles ist irgendwie so. Ist das voll los? Nein, jede Bronze ist hohl. Muss hohl sein. Wenn sie voll wäre, wäre sie fürchterlich. Vom Gewicht her, aber auch gießt auch vom Gewicht her, wäre nicht tragbar. Josch Birkner nennt diese Figurengruppe das Königsmahl. Und es ist wirklich ein Königsmahl, das hier stattfindet. Der König schlechthin, Jesus Christus, ladet alle Menschen ein und wunderbar hier wieder dargestellt, nicht nur irgendwelche Besonderen, sondern Menschen von allen Gruppen, vielleicht sogar ganz besonders die Ärmsten. Wir sehen da, wie ein Mann kommt, der trägt Krücken, der kann sich allein nicht mehr bewegen, eine Frau hilft ihm. Auch wieder dieser Gedanke, Menschen, die sich gegenseitig helfen, zum Königsmahl zu kommen, auch beim Mahl. Und wenn man anschaut, dieser Blick, diese Sehnsucht, hilf mir, danke, dass ich zu deinem Mahl kommen kann. Eine Person sitzt schon einmal,
sehr elegant, sehr froh, bewegt und isst was. Und im Hintergrund kommt noch eine andere Person, die bringt das Essen. Das Thema Mahl ist in der Bibel ganz oft meistens ein Bild für Gemeinschaft, ein Bild für Nahrung für Leib und Seele und, wie schon am Beginn gesagt, auch ein Bild für den Himmel. Das himmlische Mahl, wo wir alle geladen sind und Gast sind beim König Jesus Christus. Wir sehen, der Gedanke des gemeinsamen Essens betrifft die Heilige Messe. Der Gedanke des gemeinsamen Essens betrifft auch, wenn Leute, die hier wohnen, Besuch kriegen, wenn sie auch erinnern, Geburtstagsfeiern, wo wir miteinander gegessen haben. Aber ist auch ein Bild für den Himmel. Im Himmel sind wir eingeladen zum himmlischen Hochzeitsmahl. Somit sagt der Josch natürlich, die himmlische Perspektive und das Gebet auf dieser Welt, das sind so zwei Bündelpunkte für diese wichtige Kapelle da. Das ist eigentlich der tröstende Gedanke, den ich den älteren Menschen mitgeben möchte und der eigentlich schon dem hier nachmalen nahe ist, und dass eben dort der Kabach Angst haben, es ist alles in Überfluss da, wie man das glauben kann, wie jeder Mensch das für sich selber auffindet, wie man das glauben kann, da ist alles, da ist jeder Mensch gleich, ob arm, reich, krank, und was weiß, wie auch immer, alles ist gleich. Und es ist das Königsmahl, und alle sind geladen zum Königsmahl, und dort ist alles in Überfluss. Das ist einmal ein sehr tröstender Gedanke. Wie sehr die Menschen das so annehmen können, das hängt natürlich von ihrem Glauben selber ab. Was ich auch mache, und bei sakraler Kunst, ich kann keine sakrale Kunst machen, wenn ich nicht bete. Und jede Gestaltung von sakraler Kunst ist Gebet. Das ist Gebet, wenn ich gestalte die sakrale Kunst, dieses Königswort. Der Gedanke allein, da ist ja nicht anders möglich. Die Architektur hat man das schon vorgegeben, ja. Weil die Apsis, sogenannte Apsis hier, ja. Das eigene, das liegt etwas tiefer. Ja. Nur das Kreuz, die dunkle Wand, das Kreuz und passt auch zur Architektur. Und um das geht es mir. Ich schaue immer zuerst die Architektur an. Ja. Es war ja spannend, wie will Josch Birkner jetzt das Kreuz darstellen. Er hat absichtlich auf den Jesuskorpus verzichtet. Ihr seht es. Die einzelnen Teile, so verschiedene Teile des Kreuzes und in der Mitte der Tabernakel. Auf der Rückwand in der Kapelle hier ist der Kreuzweg dargestellt, der ja den Weg beschreibt, darstellt, den der Herr für uns gegangen ist. Die 14 Kreuzwegstationen sind ganz schlicht, einfach Kreuze. Wenn man sie anschaut, fällt auf, das dritte, das siebte und das neunte geht nach unten das Kreuz. Wer die Stationen kennt, weiß, sind die Stationen, wo der Jesus fällt, mit der schweren Last seines Leides, auch mit der schweren Last dieser Welt, die er mitträgt zum Heil. Ganz besonders schön finde ich, dass dieser Kreuzweg nicht endet mit dem Tod, auch nicht mit der Grablegung. Viele, die hier beten, haben Angehörige schon zum Grab begleitet, sondern mit der Auferstehung. Jesus ist hingegangen und wurde auferweckt, ist auferstanden. Und das ist natürlich das Zentrum jeder heiligen Messe, die hier in der Kapelle gefeiert wird. Wir wollten noch nicht die 14 Stationen in Bildern zeigen, also mehr als Bildern mit allen ihrer Farbe. Das hätte der Architektur nicht gut getan. Da haben wir an die Architektur gedacht. Und da hat meine Frau die Idee gehabt, eigentlich nur Kreuze so anzubringen, also zu verputzen und die Stationen auf diese Art und Weise zu zeigen, bis hinüber zur Auferstehung. Ja. Der erste Fall, zweite Fall, dritte Fall, also ja, man muss immer das Ganze sehen, die Architektur und alles drumherum, das muss zusammenpassen. Ich kann alle Bilder aufhängen, das würde ich einfach stören. Und so kommt man halt zu dieser Idee, machen wir es so. Ja. Also da haben wir ein Holzkreuz gehabt. Ah, du hast einfach eine Vorlage in den Kreuz gelegt. Und da hat sie zu, wie das ja. So zu modelliert und das Kreuz wieder rausgenommen. Verstehe. Nicht? Und die sind wahrscheinlich, manche sind gleich groß, oder? Sind die zwei, ja, fast, ja. Damit er so, das andere ist länger. Ja. Ja. Ey, und da ist es, wie du schon ein paar Mal gesagt hast, da geht der Kopf nach unten. Gell? Ja,
Der erste Fall. Ja. Der erste Fall, der zweite Fall, der dritte Fall und dann die Auferstehung. Ja, ist der Kreuzweg. Und die war mehr wie fleißig, meine Frau, ja, die Joke. Hat er gemacht. Und der hat keinen Trick, der hat keinen Trick gefürchtet, der hat da mit Malta, hat die da oben und die Stationen gemacht, ja. Ja. Teilweise hat der Later oben und, und so haben wir miteinander da gewerkelt. Schön, ja. Und wenn ich sieg, muss ich wieder an sie denken, dann sieg ich schon wieder, wie sie das macht, ja. Aber schau, wenn man so eine schaut, ist eigentlich noch interessanter, in der, von der Perspektive her, durch diese Formen. Ja, 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 ja. Und dort hat sie lieb gearbeitet, ja.